Willkommen Leute zu einer neuen Folge der Bielefeld-Karriere. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Saisonende. Deswegen möchte ich nach diesem Spiel gegen Ingolstadt, einen direkten Tabellennachbarn von uns, möchte ich danach erstmal ein bisschen über Transfers reden und wie wir nächste Saison so angehen könnten. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Wir konzentrieren uns jetzt hier erstmal voll auf dieses Spiel. So, jetzt hier ein hoher Ball von Biancardi auf Hintermann und der mit dem 1:0. Der ist tatsächlich drin. Nach 15 Minuten sind wir in Führung. 1:0 für Bielefeld durch Hiltermann. Das ist ein super Start. So kann das noch gerne weitergehen, diesem Spiel. Mit der ersten Chance nutzen wir die gleich mal. Und dann nimmt er den hier Volley und haut den ins lange Ecke. Mit 90 km/h macht er den rein. Und schon sind wir in Führung. Ja, wie gesagt, so kann das gerne weitergehen in diesem Spiel. Und jetzt machen die hier den Ausgleich. Ja, 3 Minuten hat die Führung gehalten und schon steht es hier 1:1. Beide Teams nutzen hier gleich mal ihre erste Chance und machen hier mit dem ersten Schuss das erste Tor. Ja, jetzt steht es hier 1:1. Aber jetzt im direkten Gegenzug wir mit Hiltermann wieder. Und Hiltermann nicht mit dem 2:1. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen, wenn wir innerhalb von 6 Minuten schon das dritte Tor sehen in diesem Spiel. Gibt jetzt hier zumindest eine Ecke. Sarinerin war sehr. Die Ecke ist gut und dann kommen wir da nicht zum Kopfball, kriegen vielleicht den zweiten Ball noch. Ja, aber dann bringen wir den Ball nicht gut in die Mitte. Und jetzt das 2:1 für Ingolstadt. Dittgen mit dem Doppelpack müsste das sein. Ja, zum 2:1. Ey, das gibt's doch nicht, Mann. Wir sind hier erst in Führung. Da wird der da angespielt und mach jetzt hier das 2:1. Keeper kommt nicht mehr ran. Also so dürfen wir eine Führung vor allem zu Hause eigentlich nicht aus der Hand geben. Und jetzt ist Pause. Da gehen wir mit dem 2:1 Rückstand in die Pause, nachdem wir eigentlich so gut angefangen haben. Ich muss auch sagen, Ingolstadt hatte dann noch ein paar Schüsse. Die waren jetzt alle nicht so gefährlich, muss man sagen. Viele, die dann auch weit am Tor vorbeigingen. Und ja, mal gucken, ob wir das jetzt hier in der zweiten Halbzeit wieder zu unseren Gunsten drehen können. Jetzt kommt hier wieder Ingolstadt nach vorne mit Dittgen, lässt er den Verteidiger aussteigen und dann der Ball in die Mitte und dann das Tor. Ey, das gibt's doch nicht. Mal, jetzt sind die hier 3:1 vorne. Kanuric, der Ex-Bielefelder. Ach man, ey, das kann's doch nicht sein, Mann. Sind 1:0 in Führung, jetzt steht sie schon 3:1. Ja, Dittgen kommt da schöner Verteidiger vorbei und dann nur der Pass in die Mitte und Kanuric mit dem Tor. Ey, das ist doch nicht wahr, Mann. So, es gibt hier eine Ecke für Ingolstadt, 70. Minute. Kurz ausgeführt. Pass in die Mitte auf Dittgen, dann bringt er mal nochmal in die Mitte und dann ist das 4:1. Das gibt's doch nicht, Mann. Also jetzt gibt das hier aber eine richtige Klatsche für uns. Boah, ey, das kann's doch nicht sein, Mann. Kommt hier Dittgen, lässt er wieder den Verteidiger aufsteigen. Also der Typ ist auch brutal, der Dittgen. Ich glaube, den müssten wir uns mal holen, weil der ist, also gegen den will ich nicht gerne spielen. Vor allem, wenn wir jetzt in der dritten Liga bleiben, müssen wir nächstes Jahr nochmal gegen den spielen. Wäre definitiv ein Kandidat für uns. Das wäre hier die Chance für uns mit Biancardi in die Mitte zu Hiltermann und der nicht mit dem Torfunk pariert. Gibt zumindest einen Eckball für uns. Treten von Hopp hier auf Sarenrenbase. Der ist gut und dann, oh, kommen wir da nicht wirklich ran, Biancardi. Ja, ich glaube, der war schon dran, aber köpft den dann doch weit vorbei. Hat hier die nächste Chance für uns. Sarenrenbase. Ball in die Mitte. Der ist gut und dann ist das nicht das Tor. Nachschuss, jetzt ist der Ball drinnen. Jetzt nur noch 4:2. Wir überspringen jetzt, aber ist schon die 87. Minute. Weiß nicht, ob das jetzt noch viel bringen wird hier. Jetzt macht hier noch das 5:2. Das gibt hier Dittgen schon wieder. Also der Typ. Wirklich, der regt mich so auf in diesem Spiel. Das ist unfassbar, ey. Ach, Mann, ey, Dittgen. Ich glaube, der war, glaube ich, an fast jedem Tor beteiligt in diesem Spiel. 2 Tore oder 3 Tore selbst gemacht und die anderen aufgelegt. Ah, Mann, ey, damit ja jetzt 5:2, jetzt wieder 3 Tore abschneiden, sollte das Spiel auch vorbei sein. Ja, dann verlieren wir jetzt hier 5:2. Ja, der Start in die Folge geht mal wieder in die Hose, genau wie in der letzten Folge. Aber in der letzten Folge haben wir dafür jedes Spiel danach gewonnen. Hoffentlich funktioniert das dann in dieser Folge genauso. Am Ende, ja, ein bisschen vielleicht doch das ein oder andere Tor zu hoch, muss man sagen. Wir hatten ein erwartetes Tor mehr als wir. Mit 3 zu gewinnen ist dann doch etwas, ja, ein bisschen zu hoch vielleicht. Also wirklich besser ist die Mannschaft nicht von Ingolstadt. Also von den Gesamtstärken her sind die eigentlich relativ auf demselben Level wie wir. Damit 3 Toren Abstand zu verlieren, ist dann schon hart.
Und ich hatte es ja vor dem Spiel schon angekündigt, ich möchte über Transfers reden, da die Saison nicht mehr lange geht und wir uns langsam mal Gedanken machen sollten. Und meine Gedanken sind folgende. Also ich möchte zum einen zweigleisig planen, falls wir aufsteigen und falls wir in der dritten Liga bleiben. Falls wir aufsteigen sollten, würde ich gerne einen Torwart verpflichten, einen neuen Innenverteidiger, einen neuen Zehner und einen neuen Stürmer, die im besten Fall alle mindestens eine 70er Gesamtstärke haben sollten oder zumindest nah dran an der 70 sein sollten, also wirklich 68, 69 und jung, damit sie noch während der Saison die 70 knacken. Das wäre mein Wunsch für die zweite Liga, damit wir irgendwie mithalten können, weil mit dem Team werden wir, glaube ich, in der zweiten Liga nicht wirklich mithalten können. Wir sehen ja schon, wir haben schon gegen bessere Drittligisten Probleme. Will nicht wissen, wie das gegen Teams wie Düsseldorf, Hamburg, Schalke oder Hertha dann wird. Und falls wir aber in der dritten Liga bleiben sollten, könnte ich damit leben, erstmal nur einen Zehner und vielleicht noch einen Stürmer zu holen. Je nachdem, wie viel Budget wir haben, wird es vielleicht schwierig, das zu erreichen, aber ich würde sagen, einen vereinslosen Spieler pro Saison, würde ich sagen, können wir holen, vielleicht zwei, weil das ist ja auch nicht unrealistisch, dass wir zum Beispiel irgendwelche älteren vereinslosen Bundesliga- oder Zweitligaspieler holen, die was keinen Vertrag mehr bekommen haben, dass die dann irgendwo hinwechseln. Ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Gonzalo Castro, der mal bei Bielefeld war, auch ein Spieler, wo man sagt, der wechselt da jetzt vielleicht eh hin, aber wenn man halt kein anderes Angebot bekommt, könnte man die vielleicht holen, so ältere vereinslose Spieler, maximal zwei pro Saison, aber ich möchte da schon eher jüngere Leute holen, die sich auch weiterentwickeln können, aber ja, werden wir dann alles sehen, aber das sind erstmal so meine Pläne für die Transfers, könnt ihr gerne reinschreiben, wie ihr das seht und natürlich auch schon Vorschläge reinschreiben und eine Sache, die wir natürlich auch machen müssen, ist halt, wie geht es mit Wörl weiter, also Wörl würde ich, wenn dann nur fest verpflichten, wenn wir in die zweite Liga aufsteigen, wenn wir in der dritten Liga bleiben, ist es halt auch unrealistisch, dass wir den fest verpflichten. Deswegen, ja, würde ich sagen, wenn wir in die zweite Liga aufsteigen, maximal dann holen wir den. Aber wie gesagt, wir haben halt auch einen Kunze, der schon besser ist. Ein Schreck, der auf demselben Level ist. Wir haben Jugendspieler, die nachkommen, die nicht weit weg sind. Da würde ich das eher intern, ehrlich gesagt, eher auffangen. So, und ich hatte das ja, glaube ich, schon Ende der letzten Folge gesagt. Es ist eine englische Woche. Bedeutet, ja, die Spieler sind noch alle sehr erschöpft vom Ingolstadt-Spiel. Bedeutet, es darf wieder die komplette B11 gegen Haching ran. Und es gibt einen 1:0 Sieg, Yildirim mit dem Tor. So, und jetzt kamen wieder Scouting-Berichte rein für die Jugend. Es war ein interessanter Spieler dabei, das ist der hier, der gute Zimmermann, ist ein ZM, müssten wir umtrainieren. Den sehe ich, wenn dann tatsächlich eher als Zehner, hätte ich jetzt mal gesagt. Als Sechser mit den Defensivwerten jetzt nicht wirklich. Ja, Zehner kann er in zwei Wochen dann auch schon spielen. Und wenn ich mal so die Spieler durchgehe, ich denke, für den hier wird jetzt Schluss sein. Der hat maximal 64er Potenzial, der Michael Kuhn. Ich glaube, den brauchen wir nicht mehr. So, jetzt steht das nächste Ligaspiel an. Es geht gegen Viktoria Köln. Es sind alle wieder ausgeruht, da jetzt eine Woche spielfrei war. Und es gibt nur ein 1:1. Ey, wir waren eigentlich so viel besser und gewinnen dann nicht. Das ist bitter. So, und nach 4 Punkten aus 3 Spielen können wir mal auf die Tabelle gucken. Ja, wir sind weiterhin nur 4 Punkte vom dritten Platz weg. Das ist gut. Nur halt der zweite Platz ist jetzt 3 Punkte davon gezogen, aber auf die waren es vor der Folge auch 4 Punkte. Aber ja, wie gesagt, weiterhin 4 Punkte auf den Relegationsplatz. Da ist noch alles drin. Es sind noch 10 Spiele. Also theoretisch, wenn wir eine gute Serie hinlegen und Rostock vielleicht ein bisschen Punkte liegen lässt und Cottbus auch, können wir sogar noch Meister werden. Ist definitiv noch alles drin in dieser Saison. So, und jetzt hat der Jugendspieler auch schon seine neue Position. Geht sogar einen Punkt hoch auf eine 60. So, und jetzt kriegt er noch einen Trainingsplan, um seinen schwachen Fuß noch ein bisschen zu verbessern. Das wäre für einen Zehner ganz, ganz wichtig, wenn er den noch ein bisschen nach oben bekommt. So, und jetzt sollen die nächsten 3 Punkte im Idealfall her. Es geht gegen Stuttgart 2, den Tabellenletzten. Misuta und Becker dürfen mal spielen. Einfach mal reinrotiert, keine besonderen Gründe. Und es gibt einen 3:1 Sieg. Ganz, ganz wichtig, Misuta trifft und Biancardi und Korosch mit den Toren. Und wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, die Teams haben Punkte liegen lassen. Wir sind nur noch einen Punkt vom Relegationsplatz weg, 4 Punkte vom Tabellenzweiten und nur noch 6 Punkte vom Tabellenführer. Also am letzten Spieltag haben alle ziemlich für uns gespielt und hoffentlich geht das jetzt genauso weiter. Und es wird eine kleine Planänderung geben. Und zwar das Spiel gegen Dresden werden wir jetzt wie angekündigt noch selber spielen, wird dann auch das letzte selbstgespielte Spiel dieser Folge sein. Und danach werden wir die Folge beenden und gegen Cottbus dann zu Beginn der nächsten Folge spielen, denn die sind halt weit vor uns und eine Mannschaft, die wir noch überholen wollen als Tabellenzweiter. Und da muss ich mal gucken, ob ich nächste Folge schon die Saison beende. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir nächste Folge dann noch gegen Wiesbaden spielen und dann vielleicht vor dem Rostock-Spiel die Folge beenden und dann die letzten 4 Spiele in einer Folge machen und dann 2 Folgen mit je 4 Spielen noch haben. Weil man muss aber mal gucken, wir spielen von den
Top 5 noch jedes Team diese Saison. Wir spielen gegen Rostock, Cottbus, Wiesbaden, Saarbrücken und Dresden noch. Ingolstadt haben wir jetzt diese Folge gespielt. Ja, da muss man ja fast schon so viele Spiele machen. Weil es ist halt schon cooler, das selber zu spielen und dann zu gewinnen, als einfach nur in der Simulation das dann zu gewinnen und Punkte auf die aufzuholen. Deswegen denke ich mal, es wird halt schon cooler sein, wenn wir einfach mehr Spiele machen, vielleicht noch zwei Folgen machen, statt nur noch einer. Aber ja, es kann natürlich auch schnell in die andere Richtung gehen, wenn wir die selbst gespielten Spiele halt nicht gewinnen, wie zum Beispiel am Anfang der Folge gegen Ingolstadt. Jetzt sind wir angekommen, wir spielen gegen Dresden und das wollen wir natürlich gewinnen und müssen wir auch gewinnen, um oben dran zu bleiben. Und mit ein paar guten Ergebnissen könnten wir vielleicht jetzt schon auf einen Relegationsplatz springen, aber wir brauchen dafür auf jeden Fall 3 Punkte und die wollen wir jetzt holen. So, und da sind wir auch schon beim Spiel gegen Dresden. 3 Punkte sind hier eigentlich Pflicht für uns. So, gibt es hier nach nicht mal 5 Minuten schon Eckball für Dresden. Ball kommt rein, aufpassen, und der geht dann zum Glück drüber. Aber da war einer von uns dran. Gibt die nächste Ecke für Dresden. Und Oppi hat sich gleich verletzt. Und das ist der Spieler, der was sich in diesem Kader wirklich nicht verletzen darf, weil wir keine Backup-Linksverteidiger haben. Jetzt kommt Dresden hier nach vorne. Kersten kann parieren, gibt die nächste Ecke an. Ah, nee, war abseits. Jetzt kommen wir hier über rechts mit Saren Basé. Pass in die Mitte auf Hiltermann. Boah, der sollte ja eigentlich mit dem Fuß annehmen und nicht mit dem Kopf den aufs Tor bringen. Aber gut, es gibt hier zumindest einen Eckball für uns. Saren Basé. Komm nochmal ran und dann. Oh, der Schuss war aber richtig schlecht. Dann gibt es hier wieder eine Ecke für Dresden. Ball kommt rein und dann verliert er ob hier das Duell. Und ich glaube, den nehme ich jetzt auch langsam mal raus, weil das macht auch keinen Sinn mehr hier den verletzten Spieler spielen zu lassen. Hackmann kommt jetzt dafür rein. Schauen, der kann LV nicht spielen, aber Lannert kann LV spielen, wie ich gerade gesehen habe. Oder ja, der kann das spielen. Dann machen wir jetzt so weiter. Und das gibt's nicht, Mann. Ey, ich hatte jetzt vergessen zu kommentieren, dass hier, wenn er jetzt hier die Ecke war und jetzt kommt der Ball rein und da kriegen wir den nicht geklärt und die machen den rein. Also, was war das denn bitte schon auch schon wieder für ein dummes Gegentor? Da. Prallt der da irgendwie ab und dann kriegen wir den nicht weg und dann machen die den rein. Oh Mann, also wirklich, wir kassieren auch manchmal so dumme Gegentore in dieser Karriere. Das ist wirklich unfassbar. So, jetzt Young hier auf dem Weg nach vorne. Pass in die Mitte, der ist gut und dann ist es nicht das Tor und dann kriegen wir den Abpraller nicht. Oh Mann, ey, Hiltermann fast mit dem Ausgleich. Und jetzt hier die nächste Ecke für Dresden. Da steht jetzt schon 5 zu 1 nach Ecken für die. Wir kommen hier einfach nicht dazu, uns zu befreien und dann. Oh, jetzt. Das gibt's doch nicht mal. Also, wir können den Ball auch wirklich nicht klären. Und jetzt machen sie das 2 zu 0. Ich glaub's nicht. Kutschke mit dem Doppelpack. Ey, das ist doch nicht wahr, Mann. Wir schaffen es einfach nicht, uns zu befreien. Die kommen einfach ständig zurück und dann, ja, irgendwann war es klar, dass dann das Tor fällt und Kutschke jetzt mit dem Doppelpack. Und jetzt ist Pause. Da gehen wir mit dem 2 zu 0 Rückstand in die Pause rein. Also das selbstgespielte Spiel läuft kein bisschen besser als das erste in dieser Folge. Und ja, mal gucken, ob wir jetzt hier vielleicht noch irgendwie zu einem Punkt vielleicht kommen. Aber ich glaube, mit dem Sieg könnte das hier echt noch schwierig werden. So, Biancardi bedient jetzt hier. Oh, das ist doch nicht wahr. Und jetzt ist das Spiel aus. Ja, dann verlieren wir 2 zu 0 gegen Dresden. Und das ist auch das zweite selbstgespielte Spiel in dieser Folge. Ja, also ich fand, gegen Ingolstadt konnten wir noch einigermaßen mithalten. Aber hier waren wir einfach komplett chancenlos. Also die Niederlage ist wirklich absolut verdient. Und auch, finde ich, sogar in der Höhe noch etwas zu niedrig. Wenn wir hier mit 3-4 Toren Abstand verloren hätten, hätten wir uns nicht beschweren dürfen. Ich fand es genau andersrum. Gegen Ingolstadt, fand ich, waren wir näher dran. Und da wäre ein engeres Ergebnis gerechtfertigt gewesen. Aber hier wäre das höhere Ergebnis definitiv gerechtfertigt gewesen. Ja, damit leider 0 Punkte aus selbstgespielten Spielen in dieser Folge. Mal gucken, was es jetzt für die Tabelle bedeutet, diese Niederlage. Erstmal zur Verletzung von Opje. Okay, die ist doch nicht so schlimm wie gedacht. Nur 5 Tage fällt der aus, sollte dann beim nächsten Spiel wahrscheinlich schon wieder spielen können. So, jetzt meldet sich der erste Jugendspieler, dass er weg will. Jannis Koch, da müssen wir mal gucken, wer das denn ist. Das ist der, der möchte weg, der ist 16 erst. Das ist der 57er Gesamtstärke. Warum sollte der sich denn bitte schön beschweren? Wenn einer von den anderen das sagen würde, der 17 ist, würde ich sagen, okay, aber der, also von mir aus kann der gehen. Wenn er bis nächste Saison nicht mehr da bleiben will, dann kann der gerne gehen. Und den muss ich jetzt nicht unbedingt hochziehen, weil so gut ist der jetzt dann doch nicht. So, und jetzt sind wir angekommen beim Ende der Folge. Und jetzt gucken wir mal auf die Tabelle. Und
Ein Sieg gegen Dresden wäre so unfassbar wichtig gewesen. Wir wären dann jetzt wahrscheinlich, ja, eben Sechster, weil Dresden wäre von den Punkten her hinter uns, aber wir wären von der Tordifferenz her dann vermutlich, ja, trotzdem hinter Ingolstadt auf dem sechsten Platz mit 51 Punkten und nur einen Platz hinter Wiesbaden, so sind es halt 4 Punkte. Aber hier hat sich nicht viel getan. Also, ja, gut, Rostock ist ein bisschen weiter vorne weggegangen, aber. An Wiesbaden sind wir immer noch dran mit 4 Punkten. Das ist definitiv noch machbar, die einzuholen. Nur 4 Punkte aus noch 8 Spielen. Das können wir definitiv erreichen. Und ich denke, es wird definitiv noch 2 Folgen geben. Nächste Folge dann Cottbus und eben Wiesbaden. Die sind jetzt Zweiter und Dritter. Beides absolute Top-Spiele. Dann Aue und Dortmund 2 werden wir simulieren. Und dann in der übernächsten Folge Rostock und Saarbrücken, die was wir selber spielen werden. Hatten auch noch Sandhausen und Rot-Weiß Essen. Also das sind bis auf Dortmund 2 sind das alles absolute Top-Teams, wo wir auf jeden Fall Punkte liegen lassen können, wenn wir uns nicht anstrengen. Also, das wird noch spannend. Das sind wirklich 8 Must-Win-Spiele für uns gefühlt schon, weil wir wirklich jeden Punkt brauchen, um vielleicht doch noch aufzusteigen. Aber auch wenn es noch 2 Folgen sind, können wir auf jeden Fall schon mal Transfervorschläge reinschreiben, die was ich mir dann angucke, die was wir dann auch schon mal scouten können, damit wir die dann passend zur übernächsten Folge dann schon gescoutet haben und dann auch schon die Transfers gleich machen können. Und ja, das war es auch hier von dieser Folge. Und ob wir dann dranbleiben können an der Tabellenspitze und vielleicht auf den Relegationsplatz schon nächste Folge vorstoßen können, das sehen wir dann in 3 Tagen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und ciao.